Es kommt direkt Distrack gegen Gewitter im Kopf. Für Geld. Hä? Was ist das? Ach, das ist mein Konto, was du hörst, Baby. No front. Okay, Leute. Ja, lasst uns einfach reingucken. Ihr habt selber noch nicht gesehen, wir schauen uns jetzt zusammen im Stream an, Leute. Distrack ist da. Distrack ist jetzt online. Also, Moment, warum? Wieso ist er nicht online? Ey, Jungs. Ey. Alle Scheiben sind. Ist nicht online? Wieso? Was ist nicht online? Der Distrack ist nicht online. Das kann ja gar nicht sein. Das kann ja gar nicht sein. Hä? Wie chill, schreibt Leo. Junge, chill doch mal, Digga. Es ist geplant, YouTube braucht immer so ein, zwei Minuten. Chill doch, jo. Alter. Kannst du auch lauter machen. Da gibt's Ärger. Ein, zwei Minuten? Ein, zwei Minuten sollen wir warten? Jetzt müssen wir uns ein, zwei Minuten unterhalten. Boah, nein, das kann ich nicht. Ich kann nicht mit Frauen reden, das geht nicht. Ich werde einfach gucken, dass der Distrack jetzt kommt. Ja, und sonst, was machst du heute noch so Schönes? Essen. Essen machst du? Ja. Okay. Was essen wir denn? Achso, essen wir zusammen? Willst du mich zum Essen einladen? Willst du mich zum Essen einladen? Nee, ich habe ja kein Geld. Und ich werde doch nicht kommen. Perfekt. Saugeil. Super. Es kommt nicht. Er ist nicht da. Er ist nicht da. Chat, schick mir den Link von meinem eigenen Video in den Chat. Ich bin verloren. Ich kann es gar nicht lesen, es geht so schnell. Naja. Oh, da ist er. Jetzt da bin ist ich er. Wirklich sehr gespannt. Okay, ich möchte, dass alle Leute, die jetzt im Stream sind gerade und das Video später mir so schauen oder jetzt sich später so mal selber reinziehen, lasst auf jeden Fall mal ein Herz aus dem Stream da und schreibt es in die Kommentare und auf jeden Fall natürlich den Daumen nach oben hier reinballern. Okay, ich bin gespannt, ja? Ich auch. Ich bin gespannt, was du dazu sagst, okay? Okay. Also es ging darum, wir haben ja dieses Wenn-ich-du-wäre-Format mit Avive und ich musste, Avive hat mir gesagt, wenn ich du wäre, würde ich diese beiden Jungs dissen. Und du dachtest dir so, ja, das mache ich. Ich dachte mir eigentlich, nee, habe ich keinen Bock drauf, aber ich habe schon so oft meinen Schwanz angezogen vor Aufgaben, dass ich gesagt habe, ich kann jetzt nicht anders, ich ziehe das jetzt durch, weißt du? Mhm. Und jetzt bin ich gespannt, was du zum Gesamtprodukt sagst, okay? Okay. Bist du ready? Ja. Okay, auf geht's. Ja, ja. Perfekt. Es lädt einfach, warte, wir wechseln nochmal schnell den Browser, Sekunde. Okay, gut. Ich möchte auf jeden Fall hier Tamam Likes drauf sehen, Leute. Ich will hier 100.000 Likes. 200.000. 200.000, sagt Frau Bra. Ballert rein, ballert los. Okay, bist du ready? Ja. Okay. Naja. Ja. Nee, Eier, nicht okay. Achso, nicht ich naja. Meine das wieder. Ja. 100%. Cooles Outfit, ne? Richtig cool. Ja. 200-300%ig mindestens. Wegen Corona. Ich hasse alle, die in diesem Track vorkommen. Und ich wünsche allen Menschen da draußen alles Schlechte. Das meine ich ernst und das kommt von Herzen. 100%ig. Gewitter im Koi, Farms and Blood. Gewitter im Koi, Farms and Blood. Gewitter im Koi. Ist gut? Ich mag einen Beat, mag ich. Wir sind so, warte, also du magst nur den Beat? Gesangliche, so ist Autotune drauf. Bisschen, aber nicht viel. Ja. Ich nur bisschen. Man hört nicht das Autotune drauf. Nee, oder? Gar nicht. Oder? Nee. Ist eine natürliche Stimme. Leute, hört man das, wenn ist mein, ich. Meine Gesangsstimme ist das ja, halt. Voll schön. Meine Gesangsstimme ist so. Ja, ja. Wieso liegt hier Stroh? Gib Gisela Koch, Gisela. Guck mal, das ist Trimax, das ist ein Streamer-Kollege. Und Lost, er ist halt in jedem Spiel schlecht, also Lost, weißt du, was ich meine? Ist coole Line, oder? Ja, ist echt cool. Ja. Gewitter im Kopf. Krankes Video, oder? Ja. Gewitter im Kopf. Mein Auto, also ich will jetzt nicht angeben, aber das. Gewitter im Kopf, Content zu schrauben. Wieso liegt hier Stroh? Geht Gisela Koch, sie ist so lost. Gisela, willst du mit mir schlafen? Und ich hab in einem brandneuen Wagen. Will kein Streit, ich will mich vertragen. Du brauchst Cash und nicht in Sexsklaven. Boah, ich find das echt cool. Echt jetzt? Ja, ich find das echt cool. Würdest du das im Auto hören? Ja, würde ich echt. Das andere nicht so. Also ich bin, du siehst, ich bin sehr vielfältiger musikermäßig, ne? Ja. So, ich mach mal. Ich mach sowas, ich mache ein bisschen elektronische Musik, so kann ich dir später auch zeigen. Du kannst alles. Rundum bin ich ein echt cooler Typ. So ein Gesamtpaket mäßig, weißt du? Okay. Ja. Würdest du es kaufen? Ja. Würdest du streamen auf Spotify? Ja. Würdest du TikTok tanzen? Ja, und ich würde es meiner Mutter auch zeigen. Echt jetzt? Ja. Würdest du deiner Mutter sagen, das ist mein Traummann, so sieht er aus? Nein. Ja, da kein Lab, wir kommen nur zur Arbeit. Gisela am Steuer, das kann doch nicht wahr sein. Gisela Sex, hey, wie knallt mein Sparschwein? Du bist mit der Bahn und ich immer am Gehheim.
Ja, Quinn. Mach nochmal kurz zurück, bitte. Du schaust aus wie ein Arzt mit der Jacke. Würdest du dich aber untersuchen lassen von mir? Vielleicht. Das ist Jan, der, den ich eigentlich dissen sollte. So. Also ich glaube, ich war zu den beiden Jungs, war ich nur sehr freundlich, weil ich die echt mag, aber ich hasse wirklich Vive. Ich finde aber, dass du hast coole Sätze gebracht, aber so, dass das halt nicht beleidigend ist. Genau, darum ging es. Ich wollte halt nicht so komplett, Leute, guck mal, ich sag jetzt diese Line einfach, ich habe das eben schon mal gesagt. Ja. Ich hatte eine Line und die ist mir so spontan gekommen und bitte nehmt das jetzt mit ganz, ganz viel Humor und seht das wirklich auf einem Top-Notch-Level ironisch. Ich habe gesagt, was habe ich gesagt? Ohne Behinderung würde sogar bei Leroy laufen, nur bei euch nicht. Weil Leroy sitzt ja im Rollstuhl und Tourette, ne, wisst ihr, was ich meine? So, ja, war halt viel zu hart, ist natürlich nicht in Ordnung, haben wir auch nicht reingenommen. So, wir wollten nicht auf dem Niveau, wissen wir, was ich meine, wollten wir nicht schreiben. So, ich hatte natürlich große Hilfe, das muss ich sagen. Ich hatte krasse Hilfe von mir, von ihr, klar, sie war Ghostwriter komplett. Ne, ich hatte krasse Hilfe von riesige Shoutout an Tani an der Stelle, der den Beat gemacht hat, das Mixing und Mastering. Mokuba und Lando, die mir beim Songwriting krass geholfen haben. Und auch Ramon, der das Ganze mit im Studio aufgenommen hat und sowas, Recording und sowas gemacht hat. Ich habe sehr viele Freunde. Auch nicht an, ich will nicht angeben so, aber ich habe viele Freunde. Gucken wir einfach weiter, komm. Das ist okay. Gut. Da hat jemand vorhin im Chat kommentiert, du sollst ein Liebeslied an Frau Brasch schreiben. Machen wir dann, wenn ich wäre Aufgabe komme, schreibe ich dir ein Liebeslied. Ich mache so mit so Gitarre und so, mit so Rosem und alles. Leute, kommentiert mal alle drunter. Ja, perfekt, Alter. Das ist geil, oder? Ich hab das nicht. Siehst du so aus? Nein. Das Lustige ist, wieso eine Frau weil, oh, guck mal hier, da kommt sie. Das ist meiner Stirn geboren. weil Tim auf Rothaarige steht. Das ist so ein Running Gag so. Und das Lustige ist, dass die Frau sehr nach einer Frau aussieht, die Tobi, Tim und ich auch kennen. Also egal, wir reden nicht drüber. Doch mit dieser Scheißfrisur bleibt er ewig. Tim hat sehr herzliche Haare. Du bist ein dummes Opfer. Coole Tänze, oder? Ist das Sport? Ja, genau. Und ich stecke 3-4 Klingen in Evive sein Bauch rein. Das war Evive. Wer ist das? Evive ist der Typ. Guck hier, pass auf, ich zeig dir danach Evive seinen Diss-Track, den er mal gemacht hat. Da musst du wirklich objektiv gegen bewerten. Gegen die zwei, oder? Nee, gegen wen anders, was besser ist, okay? Ah, okay. Ey, DJ was Bender. Besser als das hier ist? Ja, genau. Gut, machen wir weiter, ja? Ja. Okay. Hat sie Instagram? Ja, Minikuta auf Instagram. Könnt ihr gerne auschecken. Gewitter im Kopf. Gefällt's dir, ja? Ja. Baba, danke. Würdest du sagen, guck mal, ganz ehrlich, das hier ist richtig cool. Also ich will jetzt nicht flexen, aber ich mag diese Jacke, weil die jetzt so krank reflektieren. Ja. Siehst du das? Das ist richtig heftig. Richtig heftig. Richtig. Ich finde das auch cool, dass du es mit Untertitel gemacht hast. Weil man nichts versteht, ne? Sag's ruhig. Nein. Sag ruhig. Nein, so kann man besser mitsingen. Ja, perfekt. David Hennings, wie viel Geld, damit ihr euch küsst? Dave, ja, sag. Wenn das Video 500.000 Likes hat. Das hier, was wir gerade machen. Ja. Das, dieses Reaction. Ja. Nie im Leben wird das passieren. Deswegen sag ich's ja auch. Scheiße. Danke. Chat, macht mal wahr, bitte. Die 98, danke. Wieso liegt hier Strom? Geht Gisela Kotz, sie ist so last. Vive ist hässlich. So hässlich ist Vive. So hässlich. Da, guck mal, da unten ist er. Ich hab ihn nicht gesehen. Hast du nicht gesehen? Nein. Da ist er. Also das Video haben wir auch in 3 Stunden gedreht und Leo hat das in einer Nacht komplett, in einer Nacht komplett durchgeschnitten. Ne? Wow, ey, mein Team sind die besten Jungs. Ja. Ich Kuss auf Tobi, auf Leo, an Kim, an alle Menschen um mich herum. Auch ein bisschen an dich, wenn du magst. Nur wenn du willst. Ich halt's Maul. Und Achtung! Niemand mag Vive. Alle hassen ihn. Wirklich? Jan ist scheiße. Wie bist du da hochgekommen? Ja. Geklettert. Super. Ja, das richtig geiles Video. Das war's an der Stelle davon. Ja. So, und jetzt möchte ich wissen, was sagst du zu Vive HD-Distrack, okay? Pass mal auf.
Der hat nämlich einen gegen Standardskill gemacht, okay? Wer ist das? Standardskill ist ein anderer YouTuber. Guck mal hier, man sieht schon die Likes-Ratio. Also da ist auf jeden Fall schon, der ist bei weitem nicht so gut angekommen. Guck mal hier, bei mir sieht man jetzt schon nach 11 Minuten ganz stabiles Verhältnis. Weißt du, was ich meine? 10.000, ne? Kannst du bitte dein Video liken von mir aus? Ich möchte das natürlich, klar. Ich bin nicht angemeldet. Okay. Musst du später selber machen. Guck mal hier, schon was ganz anderes. Weißt du, was ich meine? Ja. Okay, guck mal, jetzt musst du mal sagen, welchen Track du besser findest, okay? Okay. Ja. Ja. Also erstmal dein Outfit fand ich besser. Danke. Danke. Ja! Fick dein YouTube, weil du nur mit Kindern spielst. Standard-Skill macht Minus bei den V-Bug-Deals. G-Klasse Lambo, denkst du wärst Rambo. YouTube viele Abos, aber dafür Instagram tot. Ja, man kann schon merken, er geht halt voll so. So auf Deutschrap-mäßig. Ja. So. Da ist so kein Vibe hinter, ne? Nee. Ist so richtig, guck mal, das Video sieht doch echt scheiße aus, oder? Ja, ist halt irgendwie so man kalt. Sich, da. Ja, ne, ist es kein Film, weißt du, ist kein Gesamtprodukt, oder? Hm. Findest du meinen schon deutlich besser? Auf jeden Fall. Ach, Lukas, raus. Deswegen. Zappel Philipp, auf Fotos bist du echter Gangster. Doch in echt breit nur wegen einem zu engen Sweater. Peinlich, mit deinem Edelstahl und aber er kann besser rappen als du. Nein, was? Ich kann besser singen. Er kann besser ich hab rappen. Ja nicht mal richtig gerappt. Boah, das trifft mich gerade wirklich, ne? Ey, wir müssen Stream ausmachen. Spaß. Okay, danke. Das war mal wieder ein Prank. Habt ihr eigentlich letztens meinen Prank gesehen, Leute? Ich nehme kurz. Von dir, du okay, egal. Hast du gerade angefasst? Nein, hab ich nicht. Entspann dich bitte. Es war ein Versehen, okay? Es war ein. Ich kann. Ja. Statt bei YouTube von anderen kopiert. Also schon peinlich, oder? In Bildung investiert. Deine Klicks, Hälfte reduziert. Wie bei Netto. Hype vorbei, du wirst aussortiert. Digga, wer ist Standardskill, Alter? Lebt der überhaupt noch? Digga, Standardskill, Digga. Also man muss dazu sagen, so er macht's ja, er hat's auch nicht hundertprozentig ernst genommen, so weißt du, was ich meine? Mhm. So, er hat nur so ein bisschen Jokes gemacht so darüber, das ist nicht hundertprozentig real, aber trotzdem halt nicht so geil. Alle, guck mal, im Chat spammen alle gerade das Kotz-Emoji, siehst du? Weil sie alle Vive hassen, sie finden den alle scheiße, richtig geil, Mann, geile Community. Willst du noch weiter gucken oder sagst du, der Müll, den können wir ausmachen? Ich würde sagen, lass uns doch mal was anderes ansehen. Lass uns doch mal was anderes sehen. Das finde ich sehr geil. Sehr geil abgemischt, kauf Like-Bots, um die 500k Likes auf die Reaction zu knacken, dank mir später. Oh, guck mal, der kauft mir jetzt 500.000 Likes, dann musst du mich küssen. Jetzt hast du nämlich die Arschkarte, das hättest du nicht gedacht. Das passiert jetzt nicht wirklich, oder? Das weiß ich nicht. Ich hoffe, dass das Video jetzt nicht gesperrt wird. Bitte aber natürlich nicht. Würde ich das auf jeden Fall machen, weil ich halte mein Wort. Okay, na gut, okay. Aber das wird niemals passieren daher. Gut, so viel auf jeden Fall zu den beiden Distracks. Ich muss